Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und herzlich willkommen bei Fides Catholica, katholische Tradition. Heute mit einem neuen Video zum Thema die kirchlichen Feiertage und ihre Ursprünge. Aufgrund der Länge und der großen Anzahl dieser Feiertage werde ich das jetzt auf zwei Teile splitten. Und heute beginnen wir mit dem ersten. Wir fangen dann an beim Fest unbefleckte Empfängnis Mariens am 8. Dezember. Dieses Fest ist ein bisschen trickreich. Und zwar denkt man sich, dass dort Maria empfangen hat. Also Maria Empfängnis. Aber Maria wurde an diesem Tag empfangen. Die heilige Mutter Anna, Mutter Mariens, hat sie empfangen, Mutter Gottes. Demher hat man hier diesen Ausgang Empfängnis Mariens und nicht Empfängnis Christi. Dann geht es weiter mit dem kommenden Fest Weihnachten am 25. Dezember. Es kommt jetzt dann das nächste Hochfest. Dort feiern wir die Geburt Christi. Man kann dieses Geburtsdatum ganz gut berechnen, dazu aber später mehr. Schauen wir gleich weiter. Ein Fest, das es in, also noch kurz als Anmerkung, wir gehen jetzt hier nach dem alten Ritus und zwar nicht die Edition von 1962, sondern die vorangegangene Version. Da ist noch das Fest Beschneidung des Herrn am 1. Januar dabei. Da ist jetzt im 1962er Messbuch ist dort Oktav von Weihnachten, das wurde dort eben auch gefeiert. Und im jüdischen Glauben war es normal, dass man, oder war es üblich, dass man die Jungen 8 Tage nach der Geburt beschnitten hat, von dem her 25. Dezember, 8 Tage später, 1. Januar. Dann Epiphanie am 6. Januar und am 6. Jänner. Kann man auch sagen. Dort wird auch Darstellung des Herrn im Tempel genannt. Das wird zwar jetzt meistens als Dreikönigstag gefeiert, jedoch ist es eigentlich dort steht eigentlich mehr im Vordergrund der Besuch Christi mit seinen Eltern im Tempel, jedoch nicht der spätere, wo er dann abhanden gegangen ist, als er 12 war, sondern dort, wo seinen Namen vergessen, aber ein Prophet wollte ihn kennenlernen und der Herr hat es ihm versprochen und dann konnte er danach friedlich sterben. Genau, als nächstes am 19. März der heilige Josef als Patron der Kirche. Das hat man mehr oder weniger willkürlich so festgelegt. Dann geht es weiter, Maria Verkündigung am 25. März. Wenn man es jetzt rechnet, 25. März, wenn man durchzählt, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Der Dezember ist der 9. Monat. Von dem her hat man dadurch das Weihnachtsdatum eben ausgerechnet von Maria Verkündigung. Hätte es auch andersrum machen können, je nachdem, was halt dann gesichert ist. Dann haben wir Ostern plus die Oktav- und die Karwoche.
beginnt mit dem Palmsonntag, die Einzug Jesu nach Jerusalem. Dann geht es weiter mit Gründonnerstag, das letzte Abendmahl, Karfreitag, die Kreuzigung Christi, Samstag, Tag der Grabesruhe, Ostern, Ostersonntag, Tag der Auferstehung Christi, Ostermontag, Tag der Begegnung Jesu mit den Jüngern und dann schließlich der Weiße Sonntag, auf den kommen wir dann später zu sprechen. Diese Tage sind quasi alle zeitliche eingeordnet und es geht quasi aus vom jüdischen Passafest. Man könnte jetzt herausfinden, mit Hilfe der Kalenderrechnung, wann war das Pascha-Fest im Jahr 36 nach Christi Geburt, dann hätte man genau das, im Jahr 33 nach Christi Geburt, dann hätte man das Todesdatum Jesu. Beziehungsweise das Auferstehungsdatum Jesu und dann 2 Tage zurück. Dann Auferstehung Christi. In der Osternacht, das ist auch heute noch üblich, die Taufwasserweihe. Und nach dieser Taufwasserweihe können auch neue Christen getauft werden. Und man kriegt ja, das ist ja bei der Kindertaufe so, das weiße Taufkleid. Und das hat man in der frühen Kirche die Oktav lang getragen. Und deshalb heißt dieser Sonntag nach der Oktav weißer Sonntag. Es ist dann auch später im Jahr 2000 dort der Barmherzigkeitssonntag eingeführt worden. Dies geschah auf ausdrücklichen Wunsch Christi. Und dann haben wir hier noch gleich weiter Christi Himmelfahrt. Kann man aus der Bibel rauslesen. Ostern, 40 Tage weiter, Christi Himmelfahrt. Genauso verhält sich es mit dem nächsten Fest, Pfingsten. Dort hat man eben ganz normal eben 50 Tage danach. Ebenfalls wieder das Gleiche. Nach der Pfingstoktav, das Hochfest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, das hat man relativ willkürlich eigentlich auf diesen Tag gesetzt. Dann von Leichnam, Fest des Leibes und des Blutes Christi, oder Hochfest besser gesagt, dort, das kam auf eine Vision einer Heiligen aus Lüttich, in Belgien, heutigen Belgien, und seitdem, das war im Mittelalter, im Spätmittelalter, bleibt man eben an diesem Tag von Leichnam, am Donnerstag nach der Pfingstoktave. Dann das Herz Jesu Fest ging auf die Vision der heiligen Margarete Alacoque zurück, und seitdem feiert man eben das Herz Jesu Fest an zweiten Freitag am Freitag nach der Oktave von Leichnam. Dann Johannes der Täufer, Geburt des heiligen Johannes des Täufers. Das konnte man ausrechnen, ebenfalls mit Weihnachten irgendwie ausrechnen können. Also ist auch wieder so eine Rechnungssache. Dann wenig später, Peter und Paul. Das ist die Übertragung der Gebeine in die St. Sebastians Katakombe. Und seitdem feiern ja eben das Fest, das mehr oder weniger, wenn man es jetzt lateinisch ausdrücken würde, Translatio Sancti Petri et Pauli Apostoli. Also Übertragung der Gebeine. Sowas kommt auch häufig mal vor, dass man das Übertragungsfest auch feiert. Zum Beispiel, vor kurzem haben wir das Fest der Übertragung des Hauses Loretto gefeiert. Also des Heiligen Hauses nach Loretto. Kostbares Blut ist quasi ein Pendant zum
also vom Leichnam, Verehrung des Blutes Christi. Das ist quasi so langsam in der Tradition gewachsen und dann wurde es irgendwann auf den 1. Juli festgelegt. Dann Maria Himmelfahrt oder Maria Aufnahme in den Himmel. Man hat das Todesdatum Mariens und dann ist später, wenige Tage später, der heilige Thomas. Er ist zu spät gekommen, er war in Indien bei der Mission, zu spät gekommen, bei der Grablegung Mariens dabei zu sein. Und dann haben sie das Grab geöffnet, dann kam der Kräuterduft heraus und deshalb feiert man am 15. August, ich glaube am 13. ist sie gestorben oder am 12. feiert man da eben Maria Aufnahme in den Himmel. Wahrscheinlich ist das Datum nicht ganz korrekt, wahrscheinlich ist sie schon früher auferstanden. Aber das ist ja nicht so wichtig, wann das genau war. Dann Kirchweih des heiligen Erzengels Michael am 29. Dezember. Da feiert man die Kirchweih an diesem Tag wird eine Kirche zu Ehren des heiligen Erzengels Michael in Rom geweiht. Und deshalb feiert man da St. Michael. Kirchweih. Erzengels. Hat ja kein so unmittelbar das eigene Fest Erzengel Michael, sondern. Genau, das Kirchweihfest. Im neuen Messritus wird es in einem Ding gefeiert: St. Michael, St. Raphael und St. Gabriel am 29. September. Und interessieren tut es eigentlich die. Und es ist ein Fest zweiter Klasse im neuen Ritus, jedoch im alten Ritus ein Fest erster Klasse. Also nächstes Jahr fällt es auf einen Sonntag. Ein zweitklassigen Sonntag, von dem her im neuen Ritus kümmert sich keinen für einen ganz normalen Sonntag. Jedoch im alten Ritus wird dann eben der heilige Erzengel Michael gefeiert. Dann geht es weiter mit dem Fest Christkönig. Das ist quasi die Feier des Königtums Christi. Nach der Abschaffung der Monarchie wurde das eingeführt oder nach dem großteiligen Abschaffung der Monarchie in Europa wurde das eben eingeführt, um das Königtum Christi nochmal zu verdeutlichen, dass er auch ein König ist und er nicht abgesetzt wurde, ist auch ein Trauern nach der Monarchie. Dann Allerheiligen natürlich, am 1. November, das Fest Allerheiligen. Ein Papst, ich glaube, es war Papst Damasus, ich vielleicht erinnere, hat mal am 1. November in St. Peter, Basilika St. Peter, eine Messe zu Ehren aller Heiligen gefeiert und dann wurde das auf diesem Tag festgelegt. Und dann aller Seelen, natürlich am 2. November, Totengedächtnis einen Tag danach. Genau, das war's jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne abonnieren, unsere Telegram-Chat und dem Telegram-Kanal beitreten. In diesem Sinne, ja, dann auch noch eine wichtige Ankündigung. Am 24. Dezember, am Heiligabend, werde ich um 18 Uhr die feierliche erste Vesper mit Ankündigung der Geburt Christi um 18 Uhr beten und am Oktavtag von Weihnachten um 31. Am Sonntag in der Oktav von Weihnachten am 31. Dezember wird dann die erste Vesper vom Hochfest der Beschneidung des Herrn mit Te Deum gebetet, wenn man innerhalb von einer Woche dann, also entweder eine Woche früher oder eine Woche später, innerhalb dieses Zeitraums beichtet, die Kommunion empfängt, gibt das einen vollständigen Ablass. In diesem Sinne, gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.